Lässig, fast cool, schritt Lionel Messi an den Journalisten vorbei, Luis Suarez an seiner Seite. Der wurde geschont, Messi hingegen brauchte Spielpraxis. Dumm für Leverkusen, denn ein Geniestreich reichte dem Superstar. Sein Tor brachte dem FC Barcelona das 1:1. Ja, Leo ist nicht zu ersetzen eigentlich. Er hat eine ganz außergewöhnliche Qualität und mehr brauchen wir da eigentlich nicht drüber sprechen, weil er immer wichtig ist für uns. Er kann immer den Unterschied machen und ich glaube, heute mit seinem Tor hat er uns natürlich sehr geholfen. Barcelona mit 25-Jährigen nutzte das Spiel zum Ausprobieren. So war Bayer ebenbürtig. Aber was sie auch anstellten, das zweite Tor, es fiel nicht. Die Champions League hat sich damit erledigt. Wir müssen jetzt damit leben. Wir müssen jetzt nach vorne gucken und weiter gucken, weil wir haben noch wichtige Spiele jetzt bis zur Winterpause und da müssen wir sehen, dass wir noch punkten und müssen jetzt erstmal, so hart das auch klingt, aber wir müssen mit der Europa League leben erstmal. Das muss man akzeptieren. Wir haben leider nicht das zweite Tor erzielt und ist erstmal eine große Enttäuschung bei uns allen. Aber der Herausforderung, der stellen wir uns natürlich. Wir wollen in der Europa League alles tun, dass wir da sehr, sehr weit kommen. Das ist unsere Pflicht, klar. Ich glaube, jeder Fußballer spielt gerne lieber Champions League als Europa League, aber wir müssen uns jetzt damit zufrieden geben und wir freuen uns trotzdem, dass wir international spielen können und müssen jetzt weiter an dieser Leistung, die wir hier abgeliefert haben, anknüpfen. In der Bundesliga enttäuschte Bayer zuletzt häufig. Am Wochenende geht es gegen Gladbach. Schon da wollen sie ihren Aufwärtstrend bestätigen.